Herzlich willkommen zu Antis Garten und zum Gartenrundgang im April. Es ist momentan eine sauschwierige Zeit. Das Coronavirus hat uns ja alle im Griff. Meine drei Gatterhainis sind jetzt circa 3 Wochen daheim. Und da fehlt einem die Kraft und die Zeit, einfach Videos zu drehen. Ich bin froh, dass ich schon Videos vorproduziert habe, weil da kann ich sagen, okay, jetzt drehst du mal nicht, jetzt machst du einfach. Beim Gatterrundgang zeige ich euch dann, was Neues passiert ist, was ich gepflanzt habe. Und ja, mir fehlt einfach die Zeit, um auch ganz ehrlich die Muse momentan, die Projekte mitzufilmen, weil ich habe halt auch nicht gern, wenn die Kinder so oft und so viel auf dem Bild sind, da wollen wir das ein bisschen distanzieren. Aber nichtsdestotrotz, ich sitze auf meiner Liege, ich bin gerade eben von zu Hause gekommen. Ich bin fix und fertig, aber das ist auch das Wetter. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt mal, was alles so passiert ist. Werde was dazu erzählen und da seid ihr jetzt dabei. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank, viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde sagen, wir starten hier bei der Liege, weil da wäre schon das Erste, was ich euch zu zeigen hätte. Hier wachsen die Erdbeeren. Von denen habe ich übrigens auch die Erdbeerenableger bekommen. Und was heißt bekommen? Die haben sich hier neben einfach reingesetzt. Die habe ich einfach nur ausgegraben und habe sie dann in Töpfe gesetzt. Was ich hier noch mache, werde ich jetzt noch sehen. Da werde ich vielleicht ja auch mal sehen, was ich da dieses Jahr hinsetze. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier vielleicht mal ein paar Stangenbohnen hinmache, weil halt auch der neue Herd hier hinten in der Ecke auch öfters in Benutzung sein wird jetzt im Sommer. Und mal schauen, was es da gibt. Ansonsten lasse ich das hier neben zuwachsen und habe halt hier vorne noch meine kleinen Erdbeerchen, die dann da schön wachsen können. So, wo gehen wir lang? Ah, ich würde sagen, wir machen mal drin. Ja, mein Kirschbaum, hier könnt ihr mal die Kirschblüten sehen. Ach, geil. Wie schön die wachsen. Hier. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal ein starker Frost. Ne? Dass die alle abfallen. Hier hinten habe ich mein frisches Holz aufgesetzt, was ich für den Holzofen nehmen werde. Und die Blumensäcke habe ich aufgehoben, weil ich damit das Holz abdecke, damit es nicht durchregnet. Das Holz, was jetzt hier drüben gesessen hat, habe ich jetzt hier hingeparkt. Das hat hier seinen neuen Platz gefunden. Fand ich jetzt besser, weil es war doch ein bisschen doof aufgesetzt worden von mir. Und ja, da fällt es jetzt nicht mehr um. Hier habe ich noch Bretter, die brauche ich demnächst beim Gewächshaus. Es ist schon wieder eine richtig trockene Zeit. Ihr seht, der Tank war mal voll. Naja, knapp die Hälfte hat er noch. Ja, was sind's denn? Wie viel hat denn der? Der hat 1000 Liter und jetzt sind es noch 700. Naja, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Er steht ja auch nicht ganz gerade. Und von daher ist nicht ganz die Hälfte. Die Gießkannen stehen immer bereit zum Gießen. Und dann machen wir mal einen kleinen Schwenker. Hier waren übrigens die Osternesterchen drin. Das Holz, was jetzt wie gesagt hier gesessen hat, ist alles weg. Seht ihr? Die Paletten werden auch noch verbraucht. Geht es hier weiter? Hier gibt es nichts Neues zu sehen, außer Gerümpel, wie immer. Hier liegt noch eine Schippe, die muss ich noch aufheben. Ich würde sagen, wir machen jetzt bei den Kartoffeln erstmal weiter. Die Kartoffeln habe ich gemulcht mit Rasenschnitt. Wie ihr seht, einfaches Gras draufgelegt, damit die nicht so austrocknen. Die müsste ich dann auch mal die Tage richtig nass machen. Hier ist jetzt weiterhin noch nichts drin. Hier kommen dann nach dem Eisheiligen die Erbsen rein. Und
Kohlrabi. Hier habe ich meine Möhren. Da können wir mal gucken, ob da schon was wächst. Hier sind auf die Schnelle mal meine Erdbeeren. Ich müsste hier unbedingt mal Unkraut hacken. Der Knoblauch hat jetzt auch angefangen, mal endlich zu wachsen. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber es kommt mir so vor, als würde der Knoblauch extrem langsam wachsen. Ich habe hier aber auch kaum Dünger drauf, auf dem Stück. Ob es vielleicht daran hängt, ich weiß es nicht. Aber das Unkraut müsste auf jeden Fall mal raus. So, jetzt gucken wir mal bei den Karotten, bei der gelben Räube, was sich hier tut. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee. Abwarten, würde ich sagen. Einfach abwarten. Geduldig sein. Hier wollte ich eigentlich dieses Jahr Popcorn-Mais hinmachen, aber ich war mir der Meinung, ich hätte welchen bestellt. Gut, ich habe nur Zuckermais, dann werde ich hier ein paar Buschbohnen hinpflanzen. Jetzt gehen wir mal zu meinen Zwiebelchen. Die sind hier unter dem Netz. Ui, was ist denn hier passiert? So. Also ich weiß ja auch nicht, aber irgendein Vieh sehe ich gerade, trägt mir meine Zwiebel spazieren. Ist ja schon lustig, hatte ich auch noch nie. Hier, wieder eine Lose. Die ist falsch rum. Scheiße, was ist dann hier passiert? Also die ganze Zwiebeln, zwischendurch war es abgeschält und stecken nicht im Boden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habt ihr ja mal eine Antwort und könnt mir sagen, welches Tier sowas macht. Das Unkraut, wenn wir schon hier sind, können wir gleich. Boah, schaut mal hier. Rausmachen. Auch die roten. Einfach rausgezogen. Es fehlen auch welche. Sehe ich gerade. Kann nicht jedes Jahr alles reibungslos ablaufen. Ich stelle euch jetzt mal kurz nebenhin und mach das mal schnell. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich weiß nicht, welches Tier das ist. Normalerweise deckt man die ab gegen die Zwiebelfliege. Aber ich glaube, ich kriege bisher Probleme mit Wühlmäuse. Ich habe da schon einige Stellen gesehen, aber ich weiß nicht, welches Vieh die Zwiebel, die ich gesteckt habe, einfach rauszieht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die einfach nur nicht richtig in den Boden gesteckt habe. Aber das kann ja nicht sein. Also da wäre ich ja... Puh, schon schwierig. Oh
Oh nee, ich hol mir der ganze Löwenzahn ins Haus. Ah. Hier, was ich gemacht habe. Naja, gut. Ich habe sie jetzt nochmal alle ein bisschen angedrückt. Ja, hier seht ihr sie. Naja, warten wir es mal ab und schauen, was passiert. Das Netz habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt. Ja, also zurück zum Gatterrundgang. Hier vorne die Erdbeeren mit Unkraut. Hier sind die Möhren. Und hier kommen die Zwiebelchen. Ne? Also jetzt unter dem Netz habe ich schon einige gesehen, wachsen ganz gut. Ne? Die fangen jetzt auch langsam an und sprießen. Und von daher, hier kann man es ganz gut sehen, dass sie wachsen wollen. Dann machen wir mal einen kleinen Schwenker. Ah, jetzt ist wieder Wind. Hier habe ich die Johannisbeeren. Von denen ich mir auch Ableger gemacht habe, einen von denen und einen von dem anderen. Die fangen jetzt langsam an und bekommen hier die ersten Früchtansätze. Gehen wir mal zum nächsten. Der eine hier, der ist mir immer ein bisschen kribbelig vorgekommen. Der hatte einen zweiten Stamm, den habe ich hier unten abgeschnitten. Da könnt ihr dann sehen. Jetzt habe ich den einen hier, der hier hochgeht, stehen gelassen. Mal schauen, wie er sich macht die nächsten Jahre. Ja, der hat auch nicht ganz so viel Fruchtansätze. Ja, der war immer ein bisschen kribbelig. Hier habe ich vom ersten einen Ableger. Der ist mir nicht kaputt gegangen. Gott sei Dank. Den habe ich hier reingesetzt. Hier habe ich auch ein paar Zwiebeln drin stecken. Sieht man sie? Ja. Hier habe ich jetzt meine Radieschen ausgesät. Die erste Sorte ist ja im Gewächshaus. Und hier wachsen Radieschen und es sollte eigentlich auch Schnittlauch wachsen, aber bis dato nichts zu sehen vom Schnittlauch. Ich hoffe, da kommt noch was. Ja. Hier, wie vorhin gesehen, meine Tagetes. Muss ich noch Schneckenkorn ausbringen, sonst sind sie gleich weg. Hier in dem Stück wächst Sonnenblumen- und Wiesenblumenmischung. Und hier auch meine Tagetes und hier die Erdbeerenableger, die vorhin besprochen. Ein Schwenker über die große Wiese. Jetzt gehe ich mal Richtung Fässer. Hier hinten meine anderen 2000 Liter Tanks. Halb voll noch. Hier vom Gewächshaus. Auch noch halb voll. Jetzt muss ich erstmal das Gewächshaus aufmachen. Stelle ich euch mal kurz neben hin. Jetzt sind wir im Gewächshaus. Hier seht ihr meinen Salat. Kopfsalat, Attacke. Hier mein Kohlrabi, den ich vorgezogen habe, wo ihr beim Aussehen dabei wart. Haben sich ganz toll gemacht, die Pflänzchen eigentlich. Schaut mal. Ich werde mit dem Handy nochmal ein Foto schießen. Das werde ich jetzt mal schnell einblenden. Hier kriegen schon die ersten die dritte Blattachsel. Dauert nicht mehr lang, dann kommen sie raus. Soll jetzt noch mal kalt werden, deshalb werde ich die morgen mit dem Vlies abdecken. Hier der Kohl-Superschmelz, den ihr hier seht, ist größer schon wie die anderen. Das ist aber ganz normal. Der wächst ein bisschen größer heran, weil der an sich schon 5 Kilo Köpfe abgibt.
Und dann haben wir hier die normalen. Also ich muss sagen, wieder eine tolle Kohlrabi-Zeit. Erntezeit. Hier probiere ich mich wieder in Wishing. Ist auch schön gekommen. Was auch richtig toll ist, ist hier dieser Pflücksalat. Ich muss gerade mal das Schildchen holen, weil das ist nämlich daneben runtergefallen. Hier der Eichblattsalat. Zack, wird wieder hingesteckt. Ja, und hier habe ich Kopfsalat auch attraktiert. Da ist das Saatgut schon ein bisschen älter. Ja, will nicht so ganz. Also, ich weiß nicht, an was es hängt. Den habe ich auch im Haus angefangen vorzuziehen. Mal schauen, wie es wird. Hier unten sind meine Radieschen. Die habe ich noch nie ausgedünnt. Die habe ich immer nur ausgesät und wachsen lassen. Ja, machen sich ganz gut eigentlich. Radieschen ist eigentlich ein Gewächs. Das sind für Anfänger wie mich und anderen, die noch was im Garten anfangen wollen, ist perfekte. Eigentlich, gell? Also da braucht man keine Angst zu haben, dass man was schief macht. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen, wo man echt aufpassen muss, wie Tomaten oder dann die ganze Gewächse, die dann keinen Frost mehr abhaben dürfen. Die Tomaten zeige ich euch dann auch noch. Die werden jetzt so langsam zu groß, wird Zeit, dass die rauskommen. Meine Lieben, das war der Gartenrundgang April. Gibt es noch, was ich euch zeigen muss? Was habe ich hier? Ah, ein Thermometer. Ich habe zwei Thermometer hier hängen. Das eine zeigt mir 20 an. Das andere zeigt mir 18, 18,5, 19 an. Also, selbst dem kann man nicht vertrauen. Aber egal. Eins muss ich nochmal loswerden. Es ist wieder viel zu trocken. Ich bin froh, dass ich im Februar meine ganzen Regenfässer habe voll machen lassen vom Regen. Weil sonst hätte ich jetzt echte Probleme. Hoffentlich gibt das nicht wieder so ein Dürrejahr wie die letzten zwei. Weil dann... ja, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich wieder Wasser beikramen. Aber egal, so weit wollen wir jetzt erstmal nicht denken. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.